Ex-Fußballprofi George Weah hat die Wahrung das Präsidentenamt in Liberia gewonnen. Das bestätigte die Wahlkommission in Monrovia am Freitag. Nach Angaben eines Sprechers erreichte der 51-Jährige in der Stichwahl 61,5% der Stimmen. Sein Gegner, der 73-jährige Vizepräsident Joseph Boakai, kam auf 38,5%. Weah tritt damit am 22. Januar die Nachfolge der langjährigen Staatschefin Ellen Johnson Sirleaf an, die nach zwei Amtszeiten nicht nochmals kandidieren durfte. Der Wahlsieg des einstigen Weltfußballers weckt Hoffnungen über die Landesgrenzen hinaus. Die USA begrüßten das Wahlergebnis als Meilenstein in der Geschichte Liberias. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gratulierte auf Twitter. Liberia gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und hat erst 2003 einen 14 Jahre langen Bürgerkrieg überwunden. Der Staat erholt sich zudem nur langsam von der Ebola-Epidemie, die zwischen 2013 und 2015 gut 4.800 Menschen das Leben gekostet hatte.